Der Wiener Walzer besteht aus Drehungen, Drehungen und, ja, Drehungen. Er hat die geringste Schrittanzahl aller Tänze, ist aber außerordentlich anstrengend und anspruchsvoll, weil unsere Paare trotz hastiger Schritte Anmut und Eleganz ausstrahlen müssen. Für den Wiener Walzer ist vollste Körperbeherrschung notwendig. Da reicht es nicht, nur drei Viertel zu geben. Der Samba, ein brasilianischer Partytanz, versetzt uns in die quirligen Straßen von Rio während des Karnevals. Erwarten Sie von unseren Paaren viele absolut synchron getanzte Figuren, wackelnde Hüften und ein strahlendes Lächeln, trotz körperlicher Höchstleistung. Übersetzt religiöses Gespräch. Dafür bleibt aber wenig Zeit bei den schnellen kleinen Schritten. Ständige Gewichtsverlagerungen mit gleichzeitigem Einknicken des Knies führen zu den typischen Hüftbewegungen. Salsa bedeutet Soße. Und unsere Paare sollten auf dem Parkett auch wie eine scharfe, pikante Mischung agieren. Salsa wird mit vielen kurzen Schritten vorwiegend auf den Fußballen getanzt. Trotz schnellen Tempos und rasanter Figuren ist er ein sehr sinnlicher und erotischer Tanz.